Hallöchen, liebe Punch Club-Freunde und Freunde des Channels, dem Vorwärts-LP. Hier ist der Undertaker. Und Undertaker checkt mal seine Aufnahme. Die Aufnahme läuft. Ja, der Profi Benjamin, also ich, bin immer noch so leicht am Kränkeln. Vielleicht hört man es noch, ich weiß es nicht so genau. Aber wenn ihr diese Folge seht, vielleicht sieht es dann auch schon wieder ein bisschen anders aus. Also 90% bin ich schon wieder fit, sagen wir mal. So, wir wollten ja immer noch ein bisschen weiter trainieren. Tag 199, wir sind noch verliebt. Und wir wollten bald mal wieder die Playoff da probieren, dass wir das mal schaffen. Was wollte ich denn trainieren? Das hier? Bisschen, ne? Und nehme ich mir noch einen Geschicktrank bei unserem Magierfreund vielleicht. Ja, das müssen wir ja nicht trainieren, die Stärke. Mal gucken. Geht natürlich immer wieder ein bisschen was runter, wie eh und je. Das würde ich gerne auf 11 bringen und lassen. Und das andere vielleicht auf 15 Geschick und dann mit dem Trank auf 17. Aber wir kämpfen sowieso, denke ich mal, wenn unsere Verliebtheit erstmal wieder weg ist. Ja, Anfängerliga haben wir schon längst gerockt. Wir haben alles Mögliche verhauen. Wir haben bei Casey zwei Krokodile verhauen. Den dritten oder so. Wenn es noch einen gibt, den verhauen wir noch. Ultimate Fights. Könnten wir jetzt Hardcore-Kämpfe machen? Aber ich weiß nicht, ich traue mich da noch nicht so ein bisschen. Ach so, der hat dann noch. Ach so, okay. Wir kriegen auch wieder eine lustige Nebenwirkung wahrscheinlich mit der Katze, wenn wir Tränke kaufen. Einmal, ganz am Anfang habe ich das gar nicht so gecheckt, aber dann hinterher ist es mir aufgefallen. Ja. Also der kann nicht, der möchte hier nicht weitermachen. Ach so. Dann machen wir hier. Hi-ho-ha. Bringt ein bisschen Ausdauer. Ja, bei Tag 200 kann man das Spiel schon durchspielen, weil man schnell ist. Ja. Auch ein bisschen zu wenig trainiert teilweise. Und ja, man könnte alles ein bisschen schneller machen. Aber Tag 300 ist auch noch möglich. Oder wenn nicht, dann ist auch egal. Ist nur eine Errungenschaft. Jetzt hat er auch Hunger. Okay. Manchmal verstehe ich das nicht so ganz. Manchmal dann geht das ausgelaugt oder so. Ja, man kann sich ja auch halt ein bisschen Zeit lassen, ne? Also ist auch nicht so schlimm. Ja, müssen wir uns wieder ein bisschen ausruhen. Da geht aber der Hunger mal so ein bisschen schnell runter. Das ist auch immer doof. Ja, wieder der nächste Tag dann. Geld sieht ja dann auch gut aus. Ja. So. Jetzt Hunger auf 37. Ja, und schon haben wir nur noch zwei Stücke Fleisch, ne? Jetzt könnten wir hier wieder kämpfen, aber ich möchte gar nicht. Nutze unsere Verliebtheit noch mal ein bisschen aus. Und ich weiß nicht genau, wann wir die Playoffs machen sollten. Oder sollen wir erstmal die Hardcore-Kämpfe angehen? Ich weiß es nicht. Ist gerade so ein Scheidepunkt. Ja, kann man so sagen. Und nicht immer verliebt sein, das ist auch ein bisschen blöd. Der Defekt ist gut, aber dass es so, nicht so lange hält, ist doof. Wie immer alles wieder runtergeht, ne? Jetzt ist auch noch die Verliebtheit weg. Jetzt gehen die Werte Essen und Hunger und so. Essen und Hunger. Essen und Energie natürlich drastisch runter. Naja, ich gehe mal nach unserem Freund. Keine Bösewichte, schade. Hätte ich auch mal wieder einen Bösewicht. Jo. Mehr können wir uns nicht leisten, naja. Können wir hier vielleicht mal. Ist der eigentlich genervt von uns oder so? Ja. Ja, keine Zeit, naja. Aber dann liefern wir ihn für ihn ein bisschen was aus. Geht mal eben schnell.
bin der Schmidt, du. Na, hast du eben schon gesagt. So. Alles wieder voll, du. Ja, weiter im Training. Ach stimmt, wir brauchen ja noch ein bisschen Geld. Hab ich ganz vergessen. Wir müssen doch noch ein bisschen arbeiten. Aber unser Kühlschrank muss ja auch voll sein. Ach, ist ein bisschen doof immer. Gehen wir jetzt mal arbeiten hier. Müssen wir eigentlich zweimal machen, das wird aber nicht. Ist nicht gut. Schaffen wir nämlich nicht. Oh, gleich gehen die Werte wieder runter. Ich hasse es. Ja, was hat er wieder Hunger? Hunger, Hunger, Hunger. Drei Pizzen und mit so einem vollen Magen legte sich wieder ins Bett. Dann mal viel Spaß. So, die Werte sind ja sowieso nicht so gut. Ich fahr sogar mal mit dem Bus hier hin. Wir müssen 80 überbehalten am besten. Die Pizza ist schon wieder leer. Am besten haben wir auch wieder trainiert bei der Arbeit. Das ist auch manchmal ganz nett. Ja, jetzt sind die Werte wieder im Arsch. 15 schaffe ich im Moment nicht geschickt. Dauert und dauert. Ich möchte echt wieder kämpfen. Der Undertaker ist bereit. Bereit und bereit. Oh, oh, oh. Nein, das hier. Aber einmal kriegen wir bestimmt auch bessere Sachen. So, come on, come on. Vielleicht hat er wieder Hunger. Nein. Ist eh gerade ineffektiv, leider. Naja. Du bist unser Hi-Ho-Ha. Aber es bringt nicht viel, Mann. Schon wieder Tag 206, Mann. Komm, an diesem Tag versuchen wir zu kämpfen. Ach nee, wir müssen uns erst. Ach ja, stimmt, wir müssen uns erst mal anmelden. So doof. Dann müssen wir einfach mal Micks Büro. Hallo, Mick. Fragen nach dem Playoff. Ich bin bereit, meine Profikarte zu holen. Los geht's. Kampf in 2 Tagen, Viertelfinale. Aha.
kriegt man auch ein bisschen ganz schön Belohnung und so. Was sagt denn Manny? Der ist ausgeglichen, der ist ziemlich stark. Hat auch gute. Ja, der hat nicht so gutes Geschick, der kann nicht so gut ausweichen. Na, mal sehen. Wann ist das? In 2 Tagen. Okay. Tag 208. Dann haben wir noch ein bisschen. Es wird nicht leichter. Aber da müssen wir ja noch vorher müssen wir zum Sportgeschäft zu unserem Magierfreund. Das kann ich auch wieder gegenschlagen, aber ich hatte gleich keine Energie mehr. Geht noch was ein bisschen? Nee, geht nicht. Soll jetzt nicht heute. Nein, heute könnte man den anderen machen, aber den möchte ich noch nicht. Den probieren wir auch noch. Ich glaube, der wird sogar ein bisschen leichter sein als das Playoff, oder? Ich weiß es nicht. Die Stimmung ist gut, alles ist gut. Aber ich muss hier mal ernsthaft noch mehr auf Geschick gehen. Ja, ich glaube, Ausdauer würde ich den erstmal auch bei 11 belassen. Aber Geschick muss auch wesentlich höher. Weil wir Hungerhaken sind. Ich glaube, wir brauchen hauptsächlich Geschick. Was aber sehr schwierig ist. Tut sich ja kaum was mehr. Oh Mann. Tut sich nur. Es geht nur runter, das ist doof. Und das ist der Kampf da. Wieder nichts im Kühlschrank. Ne? Hm. 5, wie viel können wir uns? Wir können uns nur ein Fleisch leisten, weil wir noch den Trank hier haben wollen. Na gut. Hallo Magier. Blauen Trank. Jetzt haben wir Geschick auf 16. Jetzt machen wir mal die Playoff. Das Ausscheidungsspiel Viertelfinale gegen Benny. Dauerbrenner. Alle positiven Effekte hat er. Blablabla. Hartnäckig. Bei uns sieht man das gar nicht. Aber ich habe doch auch so eine Effekte, dachte ich. Und sonst hat er ziemlich bekannte Moves. Wie der Blitz haben wir ja. Hohe Wahrscheinlichkeit auszuweichen, ja, aber wir müssen auf jeden Fall Sachen nehmen, ja, blocken, ausweichen und Angriff überspringen auf jeden Fall. Karate Kick haben wir jetzt, ja. Wir brauchen eigentlich, wir könnten auch das hier machen, ist Geschick abhängig, zum Beispiel hohen Rückhandschlag. Karate High Kick und so, tiefer Tritt. Aber wir machen erstmal mal unseren Karate-Kick. Wir haben 254 HP, er 227. Ja, okay. Oh, fängt schon mal schlecht an. Das gibt's doch nicht. Wenn er trifft, macht er dann auch mega Schaden. Aber er verausgabt sich schon. Der wird oft liegen.
Bam, und da macht man natürlich eine gute Combo. Jetzt hat er aber wieder richtig viel Energie. Oh, Mist. Okay, wir haben ihn gerade fehl abgezogen, diesen Manny. Bam. Halb ist er von down. Noch mehr als die Hälfte sogar. Okay, ich habe gerade Kick, mache ich mal. Ich gerade High Kick, kann man ja mal ausprobieren. Was hat er hier nochmal? Hartnäckig. So. Ja, nur der Anfang sah schlecht aus bei uns, sonst geht es einigermaßen. Dass man jetzt in diesem Stadion die Hälfte seiner Energie verliert, so ungefähr, kann natürlich passieren. Oder HP meine ich. Bam! Gewonnen! Keine Belohnung leider. Halbfinale. Komm als nächstes. Bin ich hier unten? Das ist Ruby, ne? Wie sieht denn Ruby aus? Und er hat viel Ausdauer. Wenig, ganz wenig Geschick. Hartnäckig ist auch Berserker. Unbarmherzige Aggression. Oh, der wird auch nicht einfach. In 3 Tagen, ne? Das schaffen wir hoffentlich. Wir müssen uns irgendwann wieder einen Trank kaufen, ganz dringend. Wir müssen trainieren, aber wir müssen auch arbeiten, ne? Komm, wir arbeiten direkt nochmal. Ist auch gut für die HP, die füllt sich dann auch auf. Vielleicht wenn Zeit vergeht, denke ich mal. Okay, das ist schon mal ganz nett. Energie ist natürlich nicht nett. Auch die Stimmung nicht. 53. So, jetzt ist der Kampf ja schon morgen. Wir müssen aber noch trainieren. Wir haben auch nicht so viel Geld. Naja. Nichts im Kühlschrank mehr. Stimmung ist auch nicht gut. So. So ein bisschen Fernsehen gucken. Okay, das reicht. Geht aber. Jetzt geht es aber besser hoch. So, ne? Der hat die Katze nicht. Ja, die hat auch nichts gesagt. Ne? Bin nicht so oft hergekommen. So, jetzt müssen wir die wieder hoch machen. Wir können doch nicht schwächer im nächsten Kampf gehen. Der wird schwerer. Ja, wird aber auch wirklich schwierig. Vor allem nichts im Kühlschrank, ne? Hm. Ja, Mann, Mann, Mann. Puh, das sieht nicht gut aus, die Werte. Muss ich das denn... Oh Gott. Schlecht, schlecht, schlecht. Ein Stück Fleisch kann ich mir noch kaufen. Oh, seufzt. Wir kriegen das nicht mehr hoch, das Geschick. Oder vielleicht ganz knapp noch. Komm, come on, come on. Nein.
So ein Mist. Nee, das wird nichts mehr, ne? Doch. Sehr gut. So, Magier. Boah, eigentlich muss ich noch arbeiten, aber jetzt ist wieder der Kampf, doch. Das Halbfinale. Ist aber nicht ganz nett. Hunger, Essen ist nur bei 40%. Das heißt, wenn wir nach dem Kampf überhaupt gewinnen sollten... Naja, gut. Ich kann mir noch einmal wenigstens eine Pizza ausliefern danach oder so. Boah, es wird aber nicht leicht. Jetzt gegen Ruby. Steht hier zwar nicht, aber das ist der. 8. Der hat insgesamt 24 Werte. Und was hatte der? 23. Der andere ist ja noch stärker. Noch mehr HP. Wir haben dieselben Werte wie letztes Mal. Naja. So, dann kommt das Halbfinale in der nächsten Folge von Punch Club. Bis dahin. Tschüssi.